Wir sind so dankbar, dass du zurück bist, Chase. Die ganze Stadt leidet unter einer Welle der Kriminalität. Und ich bin sicher, Rex Fury steckt dahinter. Lego City Undercover. Chase McCain ist zurück und dieses Mal auch auf PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Im Re-Release des 2013er Titels müsst ihr als abgebrühter Undercover-Cop Chase McCain den Bösewicht Rex Fury stellen. In einer großen Open World habt ihr aber natürlich viele andere Dinge zu tun, als nur das Böse zu bekämpfen. Fahrt in Fahrzeugen umher, baut verschiedenste Dinge und Gebäude, sammelt Gegenstände oder schlüpft in verschiedenste Verkleidungen. Auch gehören Kämpfe zu eurem Leben als Cop. Doch habt ihr wirklich das Zeug, Lego City vor Rex Fury zu beschützen? Yooka-Laylee. Als der Kickstarter von Yooka-Laylee im Mai 2015 online ging, dauerte es keine 40 Minuten, bis das Ziel von 175.000 Pfund erreicht war. Und bis zum Ende der Kampagne wurden über 2 Millionen zusammengetragen. Danach arbeitete das Team von Playtronic Games, das aus ehemaligen Rare-Legenden besteht, 2 Jahre an Yooka-Laylee und am 11. April ist es jetzt endlich soweit. Statt Bär und Vogel steuern wir im geistigen Nachfolger von Banjo-Kazooie Chameleon und Fledermaus durch verschiedenste Welten, treffen haufenweise schräge Charaktere, bestreiten Bosskämpfe und sammeln alles ein, was nicht nied- und nagelfest ist. Obendrauf gibt es außerdem noch Couch-Koop sowie einen Versus-Modus und verschiedene Minigames für bis zu 4 Spieler. It was a terrible blizzard with snow and ice. Siberia 3. Das lange Warten hat ein Ende. Mit Siberia 3 erscheint nun der nächste Teil der beliebten Serie rund um die amerikanische Anwältin Kate und ihre ereignisreiche Reise durch Europa und Russland. Auch im neuesten Teil erwarten euch wieder knifflige, aber auch spannende Rätsel in einem Steampunk-Setting. Zusammen mit dem Yukol-Stamm versucht Kate, den gemeinsamen Feinden zu entkommen und gleichzeitig eine merkwürdige Stammestradition zu erfüllen. Untermalt wird das Ganze von der Musik von Inon Zur, der auch schon Musik für Dragon Age Origins komponiert hat. Also zieht euch warm an, Sibirien wartet. There's no way I'm going back. Sniper Ghost Warrior 3. John North ist der US Marine Scharfschütze, in dessen Haut ihr in Sniper Ghost Warrior 3 schlüpft. Ihr findet euch irgendwo im Nirgendwo im nördlichen Georgien, nahe der russischen Grenze wieder und beginnt eure Mission, die euch Vertrauen, Zusammenhalt, aber auch Verrat hautnah spüren lässt. Open-World-Gameplay, Entscheidungsfreiheit in Sachen, wie erledige ich mein nächstes Ziel, die sogar Einfluss auf den Spielverlauf haben können, dynamisches Wetter, Drohnen, Waffenmodifikationen und vieles mehr. Bereit, ein Sniper zu sein? Und ein Geist? Und ein Krieger? Sniper Ghost Warrior 3. Available 127.17. Soon, a wandering world will appear and bring with it the Spear of Cain. It's a race to the pointy stick. You know what that means, don't ya? It's war! Dawn of War 3. Auch 2017 gilt, dass es besser ist, für den Imperator zu sterben, als für sich selbst zu leben. Dawn of War ist zurück. Mit der bevorstehenden Veröffentlichung von Teil 3 der Serie kommen auch eine ganze Reihe von neuen Features auf eurem Bildschirm. Der Bau eigener Basen wird im dritten Teil wieder möglich und auch Captain Gabriel Angelos ist wieder mit von der Partie.
Action ist in jedem Fall garantiert, denn Dawn of War 3 präsentiert sich im Gameplay deutlich flotter als sein direkter Vorgänger. Wer sich gerne selbst davon überzeugen möchte, der sollte sich den 27. April in seinem Kalender markieren. Denn dann treffen Eldar, Orks und Space Marines ein weiteres Mal in den kriegsgeplagten Weiten des 41. Jahrtausends aufeinander. Is Dragon Quest Heroes 2. Dragon Quest Heroes 2. In einem fernen Land lebten mehrere Königreiche immer friedlich miteinander, bis urplötzlich ein Krieg ausbrach. Mutige Krieger aus jenen Königreichen schließen sich zusammen, um den Auslöser zu finden und den Frieden wiederherzustellen. Wie bereits im Vorgänger ist auch Dragon Quest Heroes 2 ein klassisches Hack-and-Slay-Spiel im Stile der Dynasty Warriors-Reihe. Kämpft alleine oder mit einem Freund Seite an Seite mit bekannten Gesichtern der Dragon Quest-Serie gegen ebenso bekannte Feinde. Trainiert eure Charaktere, wechselt Jobklassen und Ausrüstung und kämpft für den Frieden im Land. So gear up and sharpen your swords, because a world of adventure awaits in Dragon Quest Heroes 2. And remember, a hero is never alone.